Domino, Elefant von Mara, Dr. Kapuzzi, Myra, Patronato, Raichu, Nidoking, Sovensa, Stami. Woo! Die Hälfte haben wir und es klappt wirklich super. Moment, was meinst du mit wir? Ich mach schließlich die ganze Arbeit. Jetzt aber los! Safkon, Kora, Kukuna, Bibi, Dotri, Simon, Giflor, Kari, Schlurp, Taurus, Ponyo, Nidorama, Cholo, Musha, Sporigon, Nacha. Die hat ja voll viele Shiny. Quasar in Shiny! Oha, das krieg ich sogar! Heftig! Ich weiß nicht, was ich dir dafür geben soll. Aber mit dem Brief heißt doch, dass das ein Klon ist, oder nicht? Da oben rechts, dieses Zeichen. Was habe ich denn sonst noch, was ich geben könnte? Kacke. Nee, nix trotzdem okay. Ich finde das nicht okay. Warte, hier habe ich noch ein Kurzschild. Das ist das... Ja, genau, das mit dem Gena. Ich muss gerade echt überlegen. Wie kriegst du meins? So ist das wenigstens relativ fair. Ich krieg dann zwar ein Shiny, aber sie hat dann immer noch einen Rayquaza. Alter. Shiny Rayquaza. What? Alter Schwede, heftig. Alles voll geil. Ich bin so froh, dass ich mir den Raum jetzt so umgebaut habe, sodass der Hintergrund jetzt weg ist. Das ist so geil. Ich wollte um 3 starten, jetzt haben wir schon 17 Uhr und ich habe noch nicht mal mit den Blüten angefangen. Oh mein Gott. Wir starten mit Turtok. Halt! Nein! 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 Ah! Ich habe vergessen, den Ewigstein zu geben. Das wäre blöd jetzt. Nein! Mann! Der Ewigstein sorgt nämlich dafür, für die es noch nicht wissen, dass das Wesen des Pokémon übertragen wird aufs nächste. Und Ditto kriegt von mir den Fatum-Knoten, dass mindestens 3 DVs vom Pokémon mit aufs nächste übertragen werden. Oh mein Gott, Shigi, was hast du bloß für ein Problem? Turtok, bist du nicht zeugungsfähig für Shiny-Pokémon oder was ist da los? Ein gecheatetes Eveltal. Ja, aber da ging es um Kimari, der heißt auch Michael. Aber Kimari ist auch als Kimari benannt bei meinem Schildkröten-Team. Und du bist nämlich schon lange mein Kurtel. Wie gesagt, du hörst mir nicht richtig zu. Das wäre das Geilste. Ein Shiny Shigi mit 6 DVs und dann gleich noch ein zweites hinterher, das wäre der Hammer. Ich werde das auch so machen, ich werde 5 Eier mitnehmen und das 6. Ei, was dann noch in der Pension die ganze Zeit wartet, bis ich fertig bin mit Brüten,
wenn ich schon Shiny kriege, jetzt beim ersten Versuch, werde ich die anderen Eier auch noch mit ausbrüten. Weil es sind dann Pokémon, die könnte ich mal verschenken oder sowas. Schön, wie ich da die ganze Zeit rumgestikulieren bin. Ist das nicht im Hintergrund auch geil? So mit dem Yu-Gi-Oh!-Bild da hier mit, warte? Mit Jaden, Yusei. Ich komm, meine Hand. Verschwindet. Was ist denn über. Dein Ernst? Dein Ernst? Ich krieg ein Mew? Verarsch mich! Oh mein Gott, das kann ich nicht annehmen! Ach du Kacke! Dein Ernst? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab schon die ganze Zeit überlegt, wie ich an Mew rankomme, und jetzt krieg ich einfach so eins! Oh Mann! Es ist süß! Es ist süß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! So Leute, wir beginnen jetzt auf jeden Fall mit dem Brüten. Das wird jetzt ein bisschen länger dauern, aber was soll's. Irgendwann werden wir schon unser Shiny Pokémon kriegen. Pass auf, der 5 Shinies am Start. Direkt hintereinander, alle mit 6 TVs. Kann ich bitte dein Freund sein? Also, was ist das denn für eine Frage? Da war kein Ei, ich will jetzt die Eier haben. Ich kotz gleich den Typen an. Keine Eier, Mann. Was? Dein Ernst? Alles klar! Ein Arceus! Hau rein! Niki, bis dann! Alles klar! Ein Arceus! Ist okay! Heftig! Ja, es ist ein Eider! Hauptsache, du denkst auch dran, dass das Ditto oder was du auch benutzt, ausländisch sein muss. Und dass das Glurak, was du benutzt, dein eigenes sein muss. Also von deinem eigenen Spiel. Oder schon ein gebrütetes von dir selber. Es ist so süß! Oh, guck mal, wie es mit Schwanz wedelt, euch liebe Shiggy. So, es ist so lieb. Das ist so cool. Da ist noch ein Ei. Gib es mir, ich bin dann so frei. Und warum? Um sie zu brüten. Noch ein süßes Shiggy. Da habe ich eine ganze Box voller Shiggys. Ich verschmelze voll mit dem Hintergrund, ne? Das ist so cool. Muss man sich mal echt reinziehen. Ich bin ein Teil von Jaden Yuki. Ich bin Jaden Yuki. Komm, gib mir jetzt ein Ei. Dankeschön, das finde ich geil. Weiter geht's. Das ist heute auch noch so, dass die Chance größer ist, wenn man jetzt halt ein japanisches oder ein ausländisches und ein eigenes hat. Dann ist die Chance höher, aber es beeinflusst nicht, wenn eins der beiden Pokémon schon shiny ist. Also das erhöht nicht die Chance, darauf ein shiny Pokémon zu kriegen durchs Ei. Es ist allein die Tatsache, Ausländer und ein eigenes. Ich bin so ein Sparken, oh yeah. Kein Shiny. Wir bringen den Stream jetzt auf ein ganz neues Level. Wirklich so ein kleiner Perversling. Und jetzt muss ich lachen, was das sehr glaubwürdig macht. Wetter.
Na komm, kriegst du mein selbstgeblutetes Shiny Loturzel. Heftig! Noch eins, okay? Eins will sie mir noch schicken. Das schreckliche Gänger wie ein Kugellopf. Ein planloser Kampf liegt in der Luft. Ein Blitz ist ein nächster Schlag. Doch der Krieg schimpft dich ein Knaller an. Pokémon Meister, Pokémon, ich bin die Nummer 1, du schaffst das schon. Oh Mann, wo bleibt es? Dieses kleine leuchtende Shigi, es könnte langsam mal auftauchen. Nee, ich hab das so überlegt, ich nehme einfach diese leeren Flaschen, die ich habe. Wenn ich die habe, auf jeden Fall 6 Erträge auf Wasser dann hier hinstellen, das ist klar. Und wenn die Flaschen dann leer sind, dann kann ich die als pinke Flasche benutzen. Dann mach einfach hier das Mikrofon aus. Und die Cam aus und dann strudle ich mal eben schnell in die Flasche, sammle das dann schön und kipp das dann nachher in die Toilette. Ich glaube, das ist eine gute Idee, um Pausen zu sparen, oder sie noch kürzer zu halten. Alter, warum ist das dieses Mal so schwergängig mit den Eiern? Ah, der Gane, Christian, ist Italiener. Der weiß, wie man richtig eine Pizza macht in Spaghetti Bolognese. Vor allem Bolognese. Wir haben es gerade mal 8 Uhr. Nein, immer noch nicht. Küss mich denn. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich kann nicht aufhören, ich okay. Oh ja, schon war so mit mir. Wenn das mit Chiki so lange dauert. Oh mein Gott. Was sagt das Handy? Kurz vom Kacken, lass die Hose schon mal sacken. Es kommt keine Eier, das nervt mich ganz schön. Wie soll ich denn farmen, wenn es nicht kommt? Okay, jetzt kommt die Dämmerung langsam im Spiel. Wir haben 20 nach 8, okay. Oh Gott, das Licht ist auch schon am Fahrrad an. Ach du Scheiße. Damit bloß nicht Officer Rocky kommt, wie mir den Hintern versohlt, dass ich ohne Licht hier durch die Gegend fahre. Das kann ja nicht sein. Was soll denn das? Ich verstehe das nicht. Mann. Okay, mein Bauch. Mann. Putin-Shakes. Entschuldigung, ich weiß nicht, ob du das jetzt wirklich ernst meinst mit Putin-Shakes. Putin-Shakes. Mann, Shiggy, jetzt werd endlich shiny, Mann. Eier mit Speck, ja, Eier mit Speck. Nee, Eier und Würstchen, das ist lecker. Oh mein Gott. Ja, Eier und Würstchen, alles klar. Das Ei schlüpft, oh mein Gott. Das wird da nur rauskommen. Ich kann es gar nicht verstehen. Oh, es ist ein Chiki. Yay. Oh Mann. Mann, kann jetzt mal dieses... Entschuldigung, nein, ich reg mich jetzt nicht drüber auf. Das ist nur ein Spiel und da muss man sich nicht drüber aufregen. Vor allem, wenn man sich das selber auferlegt hat, so ein Vorhaben zu haben, muss man ganz ruhig bleiben und sich einfach nicht drüber aufregen. Einfach genießen. Alter, ich bin schon 4,5 Stunden am fucking
Shiggy suchen. Mann! Ich kriege hier gleich Kotzkrämpfe. Mann! Es muss aber bald passieren. Ich habe so einen Urin. Ich habe dieses Gefühl schon wieder über Relaxo, wo ich gedacht habe, komm, einmal machst du noch. Jetzt kann es klappen. Wer kann ihn erstehen? Ich müsste schon wieder aufs Klo. Ich will das gar nicht, aber ich trinke zu viel. Vielleicht sollte ich weniger in mich reinschütten, denn das wäre gut. Doch das hilft den Muskeln, voller zu werden, auch wenn ich nicht trainiere. Ich mach's fürs gute Gefühl. Ich muss die Heizung wieder anstellen, denn es wird hier langsam kalt und ich will nicht wie ein Eiswürfel hier sitzen. Los! Lapras, setz Eisstrahl ein gegen Dengoku! Oh mein Gott, er ist ein Eisabwehrstand! Das Hopper hat aber hier Überreste. Hier, Blizzard, die Überreste musst du doch wieder haben. Nee, wir machen das nicht über Skype. Okay. Okay. Nein, dagegen. Ich glaube, damit starten ist das Sinnvollste und der Rest ist ja egal, in welcher Reihenfolge. Das war überhaupt nicht gewollt. Ach, jetzt weiß ich, was ich noch vergessen habe. Hm, egal. Ja, und du hast kein Item und du... Achso, nicht beteiligt steht da. Okay. Let's do this, Julina! Oh, ein Shiny! Was bist du denn für ein Pokémon? Hm. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Pokémon sein soll. Lieber erstmal auf Nummer sicher gehen und ausswitchen. Ah, okay, das war sogar gut. Dann haben wir jetzt erstmal das Ding raus. Du willst, dass ich mein Bestes gebe? Kannst du haben. Yogi, ich werde dich nicht enttäuschen und mal gucken, was sie dagegen tun wird. Zeigen, was ich drauf habe, und das von Anfang an. Ja, Overused Pokémon Knackrack habe ich auch gesehen. Ist jetzt egal. Dem Rücken zur Wand, wir haben uns geschworen, niemals zu verlieren. Du warst mein bester Freund, seit ich denken kann. Wir waren immer wie Brüder, nun stehen wir uns gegenüber. Und wir wissen genau, nur der Beste gewinnt. Was auch passiert, dieses Spiel beginnt. Was auch passiert, nur der Beste gewinnt. Was auch passiert, wir bringen es zu Ende. Gut schauen. Natürlich! Nichts war uns zu schwer, wir haben's immer geschafft. Die Zeit läuft jetzt ab, doch wir gehen diesen Weg. Nichts hält uns auf, doch es kostet viel Kraft. Wir warten, unser Schicksal liegt in den Garten. Ich schätze mal, du wirst physisch angreifen. Möge das Duell beginnen, was auch passiert. Duell! Ach, Boden.
Ja, Patrick 7 kann da leider nicht so viel reißen irgendwie. Deswegen gehen wir da einfach mal gefixt raus. Oh, das ist aber speziell. Ein Volltreffer, okay. Gucken wir mal, ob meine Strategie aufgeht. Nackrack und Shiny. Nur mal ein kleiner Tipp an dich. Wenn du Drachentanz benutzt, solltest du auch physisch angreifen, weil ich glaube, Drachenpuls ist nämlich. Was bist du jetzt für ein Pokémon? Oh fuck, ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war gerade ein Riesenfehler. Ich glaube, das ist ein Fee. Ist das eine Fee? Ich weiß das gerade gar nicht. Ein Psycho! Ah Mann! Scheiße! Oh fuck! Na dann eben anders. Ich habe keine Ahnung, wie das Pokémon heißt. Das ist natürlich super. Doch in den Regeln steht nur UU-Pokémon. Also 3 UU und alles andere muss drunter sein. Ach, so willst du es also haben, ja? Das können wir gerne machen. Kein Problem. Drei UU und dann die anderen drei unter UU. Also drunter halt. Frage ist, jetzt kann ich nicht so ausnocken. Ich hoffe. Jawollo. Geil. Ich könnte Psychabeere echt gut vertragen. BTM. Die habe ich nämlich noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, wo ich die finden soll. Das nervt mich auch ziemlich. Okay. Ein Boden-Pokémon. Das ist kein Problem. Oder Bodenrache. Oh, das war ja nix. Das war noch weniger. Okay, der Lichtschild lässt nach. Das ist jetzt ein bisschen doof. Ist auf jeden Fall auf Hausbruch jetzt erstmal drauf. Da kommt sie nicht weg. Da du so wenig Damage gemacht hast, kann ich mich noch schön boosten. Oh, ich senke auch meine Verteidigung damit. Scheiße, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Oh, das könnte jetzt wehtun. Na, oder auch nicht. Oh, verwirrt. Reflektor lässt auch nach, ist okay. Komm schon. Schneller sein muss ich auf jeden Fall. Wenn du überlebst, flinchen. Flinchen. Oder weg, genau. Ist nicht sehr effektiv, aber dabei hat das Vieh auch den Typ Boden. Klar, Drachen sind, ist nicht sehr effektiv gegen Drachen, aber es hat trotzdem den Typ Boden. Farbigel. Bleib ich da. Bäm! Oh, ist weg! Los! Jawollo! Es wird wieder ein DTM-Sweep. Hm.
Nein, das ist ja Boden, Drachenboden, Knackkrack, genau. Oh Gott, bin ich dumm. Sogar mega Knackkrack, okay? Ein pinkes Pokémon. Und tschüss. Ja, das ist gegessen, würde ich sagen. Ja, ich habe das verwechselt mit Knackrad. Ja, ich bin plus 4. Also wertetechnisch. Ich habe zweimal Hausbruch gemacht. Das steigert pro Hausbruch meinen Angriff um 2. Das heißt, dieser Kampf ist gegessen. So. So, und hier kommt die Wasserdüse und Ende im Gelände. GTA Man F1 hat wieder gerissen, was er reißen soll. Bombastisch. Kabam, tut mir leid. Oh, Keldeo, Alter! Mit Hyperball? Aha. Ah, okay, alle gleich. Das letzte wird's auch nicht sein. Und der geht gleich hinterher. Ja, cool. Das sind Zwillinge. Bei fremden Pokémon? Was meinst du mit fremden Pokémon? Na gut, Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieser Stream gefallen und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir einen Livestream machen und Pokémon zocken oder sonst irgendwas. Wir schauen einfach mal. Also, haust rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, euer Dengoku Senpai. Der Senpai, der einzig wahre. Tschüss.